Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe jetzt hier mal zwei Batterien reingemacht, ihr seid jetzt praktisch damit bei. Es ist jetzt nur Plastik, es ist kein Metall. Jetzt drücke ich hier den Powerknopf, halten hier gedrückt, passiert nichts. Ah doch, jetzt. Ah, wir haben ein schönes Display. Uns wird so ja was angezeigt. Wir machen jetzt mal hier an. Gucken, ob das klappt. Achso, wir können die Kanäle jetzt durchgehen. Ich gehe einfach mal auf 1. Und dann machen wir mal per. Also er sucht gerade. Off. On. Also er blinkt jetzt die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt heißt, er hat gefunden. Weil es ist auch keine Anleitung mit bei. Doch. Habe ich nicht gesehen, ganz unten. Setkey. 10 Channels haben wir. Okay. Aber auch wieder nur Englisch und Chinesisch. Prisper. Ja. So, das werden wir jetzt einfach mal testen. So. Ich habe sicherheitshalber mal kurz Aufnahme gestoppt. Nicht, dass hier noch was ist. Ich ziehe jetzt mal mein Mikrofon raus. Test, 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 test. Also ich habe einen Ausschlag. Definitiv und Mono. Wenn ich jetzt hier drin spreche, leichten Ausschlag. So, ich habe jetzt mal den Adapter dran. So, gucken. Ah, jetzt ist es richtig. Jetzt habe ich jedenfalls einen Ausschlag. Also ihr müsstet da mich jetzt eigentlich hören, wenn ich jetzt hier drin quatsche. Ich weiß noch nicht, wie die Tonqualität sein wird. Das werden wir uns gleich dann in der Aufnahme angucken, also ich mir in der Aufnahme angucken. Ihr seid jetzt praktisch die Ersten, die das wirklich hören. Also eigentlich höre ich es dann, aber so, ihr wisst, was ich meine. Und somit habe ich jetzt auch ein Funkmikrofon und ich könnte jetzt praktisch auch Interviews machen, beziehungsweise ich kann zu Nemesis ins Studio und könnte da ein Interview, dann kann man das Mikrofon hin und her reichen oder so machen, aber mit dem Ansteckmikrofon ist das halt ein bisschen, wo ist das denn? Hier. Das ist halt ein bisschen doof, wenn du jetzt so die ganze Zeit in so ein Mikrofon, in so ein kleines Mikrofon quatscht und dann gibt es kleine Mikrofone, kann man nicht richtig greifen. Da ist man dann halt mit so einem größeren Mikrofon schon definitiv besser mit dabei. Ich guck nochmal, ob es wirklich das ist. Ja, ich habe reingepustet, also das ist auf jeden Fall drin. Akku ist voll.
Ich weiß auch nicht, wie lange der Akku jetzt hält von dieser Basisstation, also von der Funkstation. Das werden wir uns dann alle noch angucken. Ja, das soll es jetzt zum Hardware-Video gewesen sein. Wie gesagt, also, da kann ich euch leider jetzt nicht viel sagen. Also ihr hört jetzt nur die Tonqualität und ihr habt 10 Kanäle. Wo jetzt 01 steht, da könnt ihr 10 verschiedene Kanäle wählen. Und über Pair könnt ihr das Ding dann connecten. Natürlich ausschalten auch. Und mehr kann man da eigentlich gar nicht machen. Ihr habt halt nur den Power-Knopf und den Pair-Knopf und dann halt den USB-Anschluss, um es zu laden. Obwohl hier Pair die ganze Zeit blinkt. Also blinken heißt wohl, dass er Kontakt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, dann bleibt es stehen und leuchtet nur blau. Aber naja. So. Dann werde ich das jetzt hier gleich alles wieder verpacken. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, ich kann jetzt auch zu Nemesis. Da wird es dann bestimmt bald ein Interview bei Nemesis geben. Da werde ich mal hinfahren und dann lernt ihr die Leute auch mal kennen. Dann seht ihr sie und nicht nur meinen Streams. Dann kann Petria mal ein bisschen was sagen und zur neuen Scheibe was sagen und so. Ja, das wird bestimmt ganz lustig. Ich bin dann jetzt aber wirklich mal weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.